Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es Lachsforelle. Ihr könnt sie hier sehen, den prächtigen Fisch. 5,11 Euro hat die gekostet. Gut, 640 Gramm ist auch nicht so viel. Ist halt eine sehr große Forelle, sag ich mal so. Ganze Lachsforelle habe ich so im Lidl gesehen, für 5 Öcken, Alter. Die nehme ich mit, weil Lachsforelle habe ich noch nicht gemacht. Die wird hier in dieser wunderbaren Form bzw. in diesem Beräterdeckel zubereitet. Und ich habe mir im Internet ein bisschen Inspiration geholt, dachte mir dann aber auch, ja gut, so hätte ich es eigentlich auch gemacht. Und ich werde hier eine schöne Marinade machen, der dieser Fisch eingesalbt wird. Die besteht vor allem aus Dill, habe ich frisch geholt, der ist aber nicht mehr frisch. Dann eine Bio-Zitrone, die wird hier mit reingerieben. Dann gibt es Knoblauch und Schalotten. Und für die Gewürze Jerk Rub, Salz und schwarzer Pfeffer, also relativ simpel. Und natürlich Olivenöl brauchen wir. Die Beilage ist ganz, ganz simpel, und zwar Kartoffeln. Die stehen hier schon auf dem Herd, die wollte ich gerade hochnehmen. Hier besser nicht. Man sieht auch schon an. Und die werden dann einfach klein geschnitten, gesalzen. Und das Dip gibt es Sour Cream. Ja, also eine sehr simple Sache, auch eine sehr günstige Sache. Im Prinzip hat man hier zwei Mahlzeiten. Pro Mahlzeit sind das dann ungefähr so 3,50 Euro, 4 Euro. Und ja, viel Spaß beim Nachkochen. Los geht's. Jetzt wird die Marinade vorbereitet. Ich benutze gleich mein neues Gerät, was ich bisher nur rumliegen hatte. Das habe ich mal in der Fanpost bekommen. Und ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Für das Feeling einfach mit der Hand auspressen. Eine schöne Zitrone auszupressen, ist ein geiles Gefühl. Ich sehe schon die Witze mit den Küken. Ach ja. Aber wirklich, das ist ein absolut asozialer Mist, Alter. Darüber mache ich nicht mehr Witze. Die erste Hälfte vom Zitronensaft wird jetzt hier gleich verwendet. Und zwar schneiden wir den Fisch hier so ganz gewohnt auf, damit dann schön auch die Hitze rankommen kann. Darauf jetzt der Saft. Der wird noch gesiebt, weil da ganz viele kleine Körner drin sind. Salz. Salz kommt dann nicht mehr in den Dip hinein. Und Pfeffer auch nicht. Der kommt jetzt schon drauf. Und jetzt schön einziehen lassen. Junge, dieser Dill wurde so massiv vergewaltigt. Aber so scheißegal, das ist ja nur eine Marinade. So, in die Zitronenflüssigkeit damit. Dann reichlich Olivenöl. So. Gut, sollte reichen. Sugarcrab. Nicht sparen. So. Und der Rest kommt jetzt hier rein. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. So rum. Okay, es ist alles zerrieben, aber es kommt nichts raus. Hängt alles fest. Oh nein, was ist denn das? Okay, das Ding ist absolut stumpf. Scheiße. Oh nee, da kommt einfach nichts raus. Ich weiß nicht, was mehr kocht, die Kartoffeln oder ich vor Wut gerade. Was Blödes. Da kann man es auch noch richtig beschissen halten wegen der Kurbel. Alter. Ja, langsam tut sich was hier drin. Aber auch nur ganz, ganz langsam. Alter, das ist der größte Blödsinn, den ich mir jemals ins Haus geholt habe. Na gut. Wie ihr seht, ein bisschen was kommt schon zustande, aber dafür muss man ja so lange kurbeln. Das ist auf jeden Fall die umständlichste Methode, die ich jemals genutzt habe. Ich habe das Ganze jetzt wütend abgebrochen, aber einiges ist schon drin gelandet. Von den Schalotten, sonst eigentlich noch Knoblauch, aber egal. Es kommt noch reichlich Chili mit dazu, die ist auch ziemlich scharf, damit es da was schmeckt. Und jetzt ist mir das auch wirklich boogie. Wird schon gut enden. Und es muss ja nicht immer genau nach Plan laufen. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt ein Küchenutensil weniger. Aber wenn man sich das Ding neu kauft und das ist noch scharf, dann ist das bestimmt ganz praktisch. Aber so stumpf, nee. Bro, das hat mir ja wahnsinnig gemacht. So. Also das nenne ich mal wirklich ein Bad in Marinade. Ho, ho.
Da ich die Haut aber nicht mit esse, passt das so. Gut. Also, das lassen wir jetzt genauso, wie es ist. Nochmal ungefähr 10-15 Minuten ziehen und dann kommt sie in den Ofen. So, ich wünsche dir viel Spaß beim Saunagang. Man sieht sich. Wie könnte man die Wartezeit besser nutzen als mit einem Gin Tonic? Oh ja, und dafür verkoste ich jetzt das erste Mal wirklich die komplett finale Version. Also ist natürlich genau dasselbe Inhalt wie die ohne Labels vorher, aber trotzdem ist das Gefühl ein anderes. Sag mal, bin ich hier behindert oder was? Ah hier, wir haben ja so eine Sollbruchstelle. Habt ihr mitbekommen, bei Kinderpingui haben die dieses Band weggenommen? Das ist jetzt normal, dass man das oben aufmacht, Alter. Ich habe immer gedacht, ich habe irgendwie eine schlechte Charge bekommen. Nee, das ist ja gewollt. Alter, ich bin da nie drauf klargekommen. Also das hat mich wirklich fertig gemacht. Na, wahrscheinlich irgendwelche ressourcensparenden Maßnahmen. Naja, jedenfalls, das ist der Gin Edition 500. Gönnt euch mies, wenn ihr Bock habt. Was genau die Inhaltsstoffe sind und die Noten, erfahrt ihr nochmal auf der Website. Eure Flaschen sind dann durchnummeriert. Ich habe hier ja nur ein Sample für mich selbst, damit ich keinem der 500 glücklichen Kunden oder Kundinnen ihren Gin wegnehme. So. Ja. Oh ja. Hat übrigens nichts mit Maiden Gin zu tun. Also, falls jetzt der ein oder andere dachte, das ist nur eine andere Flasche. Nein, das ist ein komplett anderer Geschmack. Wer zufällig den Gretchen aus dem Schwarzwald kennt, also ist auch eine Gin-Sorte, daran hat er mich erinnert beim ersten Tasting. Da haben wir hier und da noch was verändert. Ich muss echt sagen, ich bin kein Fan von so klassischem Gin, so Hendrix, Tanqueray, finde ich immer zu langweilig. Ich weiß, mein Onkel, mein Vater trinken das gerne, weil es eher ein bisschen kräftig ist. Aber der hier ist für mich so der beste Kompromiss. Ich hätte jetzt so gerne ein Feedback vom echten Daniel Beutner zu diesem Gin. Ohne Scheiß. Mit dem anzustoßen. Ich würde ihm so den Schwanz lutschen, Alter. Einfach nur lecker. Also, ich wünschte echt, ich könnte euch alle mal kosten lassen. Aber es ist immer so schwierig übers Internet. Danke auch für euer Vertrauen übrigens. Es wurden echt schon viele bestellt. Wahnsinn. Das Geile ist bei Kartoffeln, die kann ich jetzt wirklich hier 25 Minuten stehen lassen und die sind immer noch sauheiß danach. Naja, läuft alles sowieso. Wunderbar. Weitermachen. Jetzt ist es soweit. Ich habe auch schon wirklich mächtig Hunger. Raus mit dir. Ah. Oh ja, das sieht also wirklich gut aus. Oh ja. Digga, werd da mal scharf. Ich kann gerade nicht auf das Display tippen. Meine Nase ist leider nicht 20 cm lang. Ich krieg ja wirklich einen Anfall. Man sieht so schön an diesen geweiteten Einschnitten. Der Fisch ist auf jeden Fall durch. Wenn ich den jetzt noch im Ganzen auf diesen Teller bekomme, dann habe ich eine handfeste Erektion. Den habe ich mir damals in Zürich im Globus gegönnt. Also nicht im Baumarkt, sondern in so einem sehr edlen Kaufhaus. Und die haben den falsch abkassiert. Statt 70 Franken nur 20. Und der war schon reduziert, also handgemacht. Das ist so ein richtig schönes Teil. Den weihe ich jetzt nämlich ein. Und dann muss das auch alles standesgemäß ablaufen. Jo, der Kopf klebt fest. So. Wir kriegen das hin. Mein Wille ist. So, ein Weg. Ja, 3, 2, Und wie perfekt das passt. Oh, das ist. Das ist richtig. So. Das ist richtig sexy, Alter. Geil. Boah, ihr Leute, ey, mir geht wirklich einer ab. Wenn sowas funktioniert, also ausnahmsweise mal funktioniert, oh, ein herrliches Gefühl. Maulzeug miteinander. Ja gut, der stand jetzt eine Weile leicht verwässert.
aber immer noch köstlich. Was für ein Festmahl, Alter. Was für ein gottverdammtes Festmahl. Ja gut, die Kartoffeln sind ein bisschen sehr durch, aber egal. Alter. Alleine das ist schon eine Mahlzeit gefühlt. Das ist so eine simple Beilage. Einfach geil. Sehr zitroniger Geschmack. Schönes festes Fleisch. Kräftiger als eine Forelle. Hätte ein bisschen kürzer drin sein können auf jeden Fall. Aber geht noch. Chili schmeckt man raus und auch ziemlich stark die Zitrone wirklich. Sehr schmackhaft. Und mal was ganz anderes. Viel auf jeden Fall. Werde ich kaum schaffen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich nämlich zwei Mahlzeiten. Kann ich heute Abend auch nochmal genau dasselbe verspeisen. Und das mache ich nämlich sehr, sehr gern. Ja, habe jetzt kaum großen Rezept hier dafür verwendet. Ganz im Gegenteil, einfach frei Schnauze. Das sind ja logische Abläufe beim Fisch. Habe jetzt noch nicht mal getestet, ob der durch ist. Man sieht es ja, wie er so aufgeht und so weiter. Und wie das Gesicht aussieht beim Kopf. Und ja, hat gut funktioniert. Wird mich auf jeden Fall satt machen. Ist mal nicht so teuer. Obwohl jetzt auch, ich glaube, jetzt nicht so optimal ist, eine ganze Lachsforelle für 5 Euro zu erwerben. Aber Fisch die Meere leer, solange wir noch können. Oder die Aquakulturen in diesem Fall. Trinkt mehr Gin mit Genuss und Verantwortung ab 18 Jahren. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Lachsforellen Maulfegerberg. Ich werde mich noch irgendwann totsaufen wegen dem Gin. Aber wie soll man denn sonst dafür werben? Ich muss das ja immer trinken. Es ist wirklich ein harter Job.